Grüß dich. Heute möchte ich mit dir ganz kurz über Fixierung reden. Ein wichtiges Thema. Eine Teilnehmerin von mir hat mich gefragt, kann man denn die Fixierung nachträglich noch ändern? Das schauen wir uns mal kurz an. So, nehmen wir mal an, das ist unser Bild. Wir haben fixiert unten links den Kreis und sind erstmal zufrieden. Am nächsten Tag schauen wir es uns nochmal an. Wir überarbeiten nochmal das Bild und stellen fest, nö, das ist es doch nicht. Es ist ein anderer Kreis, der uns viel besser gefällt oder der mehr ins Auge springt oder den wir jetzt fixieren wollen. Dann ist es ganz einfach. Wir fixieren den zweiten Kreis einfach dicker, intensiver, auffallender als den ersten. Und schon haben wir die Fixierung, die wir haben wollen. Also dann bedeutet das, die Fixierung vom Tag vorher ist zwar auch wichtig, aber das wirklich Wichtige, die Essenz des Bildes, der Zeichnung für uns ist jetzt dieser Kreis in der Mitte. Und der bringt uns dann weiter zu unserem Thema 2.0 für die nächste Zeichnung. Das war's heute auch schon. Und du weißt, keep on drawing. Bis bald. Bye bye.